dieses geldgeile, typisch deutsche, immer mehr, 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 ist so widerwärtig. Excuse me? Wir haben 2000... No, God, please, no! In diesem Video geht es um das Thema Wachstum, und zwar Wirtschaftswachstum. In Deutschland, gerade bei jüngeren Menschen, gibt es da ganz komische Diskussionen, Fragen, die sich unsere Vorfahren nicht gestellt haben. Viele denken, Wirtschaftswachstum sorgt dafür, dass die Armen immer ärmer werden, dass Menschen ausgebeutet werden, dass die Umwelt ausgebeutet wird, dass das Klima geschädigt wird und was auch immer. Ich habe Werbeanzeigen laufen auf Facebook. Wie kannst du aus der aktuellen Marktsituation für dich am meisten rausholen? Zwei volle Tage richtig guter Content und das Ganze gibt es gratis. Unternehmer Kickoff. Unter einer Werbeanzeige ist dieser Dialog entstanden. Tobias schreibt, dieses geldgeile, typisch deutsche, immer mehr, 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 ist so widerwärtig. Schreibt Tobias, und ich weiß, dass Tobias kein Geld hat. Ich weiß, dass Tobias pleite ist. Sonst würde Tobias das nicht schreiben. Meine Antwort, warum ist es widerwärtig, Ziele zu haben? Jetzt antwortet jemand anders, nämlich Mike. Dirk Kräuter, es ist widerwärtig, immer mehr zu wollen, da dieser Drang nach ständigem Wachstum die Erde und das Zusammenleben zerstört. Du musst endlich umdenken. Alles klar. Wir hören irgendwas, wir denken, okay, das ist wohl schlüssig, wir übernehmen das, ohne das einfach zu hinterfragen. Ohne mal zu hinterfragen, wo kommt denn das her? Wer hat denn das gesagt? Warum wurde das gesagt? Die meisten denken, die meisten Menschen haben eine Meinung, aber kein Wissen. Und du siehst dann immer wieder, dass Meinungen wiedergegeben werden, ohne dass es mit Wissen untermauert ist. Mal angenommen, die Wirtschaft wächst nicht mehr. Was passiert denn dann? Dann werden viele Menschen ihren Job verlieren. Viele Menschen werden kein Dach mehr über dem Kopf haben. Sie werden nichts mehr zu essen haben. Jetzt sagst du, ja, aber in Deutschland gibt es Sozialsysteme, die fangen einen auf. Ja, aber auch das ist ja irgendwann endlich. Der Staat kann nicht endlos Geld drucken, um genau das zu finanzieren. Und nimm doch mal einen anderen Gedanken. Unsere Vorfahren, die früher in der Höhle gelebt haben, die saßen in der Höhle, am Feuer, hatten ihre Felle, hatten was zu essen. Und die würden dann diskutieren und würden sagen, Mensch, Dirk, geh morgen nicht raus auf die Jagd, weil wir haben doch eine Höhle, wir haben doch Feuer, wir haben doch Felle. Jedes fünfte unserer Kinder überlebt. Ist doch alles gut so. Wenn unsere Vorfahren so gedacht hätten, würden wir heute noch in Höhlen leben. Die meisten unserer Kinder würden nicht überleben. Also, hinterfrag mal, ist Wirtschaftswachstum was Schlechtes oder eher was Gutes? Und es ist eine Diskussion, die wir auch wirklich nur in Deutschland haben, in meiner Wahrnehmung. Guck doch mal in Länder, die sich entwickeln wollen. Das hier ist jetzt gerade Dubai, in den Emiraten. Jeder ist auf Wachstum aus. Und die Menschen kommen hier hin wegen dem Wirtschaftswachstum. Von den Philippinen, aus Indien, aus Pakistan, aus Bangladesch. Die sind hier, um von dem Wirtschaftswachstum zu profitieren. Weil sie hier viel mehr Geld verdienen als in ihrer Heimat und damit in ihrer Heimat die Familien durchbringen können, was sie in ihrer Heimat nicht hinbekommen würden. Wenn dich das Thema interessiert, findest du hier das passende Anschlussvideo. Wenn du mal zwei Tage die Chancenbrille aufsetzen möchtest, den Chancenblick haben möchtest, wie kannst du aus der aktuellen Marktsituation für dich am meisten rausholen? Wenn du grundsätzliche Prinzipien kennenlernen möchtest, wie du 2023 zu deinem erfolgreichsten Geschäftsjahr machst, als Unternehmer, als Selbstständiger, als Gründer oder als Führungskraft, dann bist du herzlich eingeladen zum Unternehmer-Kickoff. 14. 15. Januar, ein digitales Event. Du kannst also von wo auch immer teilnehmen und zwei volle Tage. Richtig, richtig guter Content, abwechslungsreiche Formate und das Ganze gibt es gratis. Es gibt keine Aufzeichnung, wir machen das komplett live. Klick auf den Link, sicher dir dein Gratis-Ticket und wir sehen uns Samstag und Sonntag, 14. und 15. Januar. Unternehmer Kickoff.